Bentrovati all'appuntamento con domande e risposte sulla riforma costituzionale. La prima domanda di oggi, la trovo particolarmente interessante, riguarda, l'equilibrio di genere, che cosa cambia con la riforma per l'equilibrio, di genere. Tra l'altro noto che la stragrande maggioranza delle domande finora pervenute, vengono da uomini e spero che ci sia una maggiore attivazione, un maggiore interesse forse, anche da parte delle donne. La riforma costituzionale cambia l'articolo 122, stabilendo che la legge dello Stato stabilirà i principi generali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Ora, la formulazione non è tra le più moderne perché si era provato in Parlamento a far passare la formulazione equilibrio di genere, ma poi è prevalsa la linea più conservatrice. Ma al di là di questo aspetto, la riforma va a completare, diciamo, il quadro che già si era introdotto con la prima riforma sulle pari opportunità nell'articolo 51 della Costituzione, già nel 2003, e prima ancora nella riforma del 2001 si era previsto che le leggi regionali promuovessero la parità di genere nella rappresentanza. In questo modo si completa il quadro e il principio della parità diventa un principio a tutto tondo all'interno della nostra legislazione. Poi le regioni faranno le loro leggi specifiche elettorali prevedendo questo principio. È interessante che la regione Trentino-Alto Adige, per la cronaca, è l'unica che ancora non conosce la doppia preferenza di genere. Die zweite Frage ist auch sehr grundsätzlich. Was nutzt eigentlich die inhaltliche Diskussion, wenn dann am Ende das Referendum nur Ja oder Nein ist? Das stimmt, man muss einfach das Ganze nehmen oder das Ganze ablehnen. Da war im Sommer auch eine Diskussion, die etwas surrealistisch war, über eine mögliche Trennung von den Fragen, also nicht eine einzige Frage, sondern drei oder vier. Aber das ist natürlich rechtlich absolut unmöglich. Die Regierung Letta hatte damals auch eine gute Idee gehabt, obwohl technisch sehr schwierig umsetzbar, und zwar eben nicht nur ein einziges Gesetz zur Änderung der Verfassung zu schreiben, sondern eben drei oder vier zu den verschiedenen Themen. Da hätte man auch entsprechend viele Fragen beim Referendum gestellt und die Leute hätten zum Beispiel sagen können, ja, ich bin dafür, dass das Zweikammersystem abgeändert wird, ich bin aber dagegen, dass die Beziehungen zwischen Staat und Regionen abgeändert werden. Das ist aber nicht der Fall. Ich glaube trotzdem, es gibt natürlich immer positive und negative Aspekte. Jeder muss dann am Ende entscheiden, ob für ihn oder für sie die positiven oder die negativen überwiegen. Und das ist eben eine persönliche Entscheidung. Wichtig ist, dass diese Entscheidung dann auch aufgrund von sachlichen Informationen getroffen wird. Die letzte Frage für heute ist eher politisch. Man fragt sich, was passiert bei einer Ablehnung des Referendums? Die rechtliche Antwort ist sehr leicht, da passiert nichts, alles bleibt wie bisher. Politisch ist natürlich alles viel komplizierter, niemand ist ein Hellseher und das kann man im Voraus nicht sagen. Klar ist allerdings, dass die Regierung zurücktritt, auch wenn Ministerpräsident Renzi das nicht mehr so ausdrücklich sagt, ist es absolut so. Und die Frage ist dann, ob die Regierung, dieselbe Regierung, wieder angelobt wird oder eine andere Regierung kommt. Auf alle Fälle braucht es dann ein neues Wahlgesetz, wenigstens für den Senat, weil das
Gesetz, das im Juli in Kraft getreten ist, nur die Abgeordnetenkammer betrifft. Und dieses Gesetz wird vielleicht auch wieder abgeändert. Da sind im Moment politische Diskussionen im Gange. Aber für den Senat braucht es wieder ein Wahlgesetz. Daher bleibt das Parlament wieder im Amt. Und eben, was da mit der Regierung passiert, ist ein neues Paar Schuhe.